Ihr habt noch nie zuvor einen Shooter gespielt? Ihr habt hunderte Stunden in League verbracht und plötzlich von eurem Lieblings-LOL-Streamer einen Drop von Valorant erhalten, weil ihr während seinem Stream eingeschlafen seid und er auf Valorant gewechselt hat? Ihr seid dann mit der Maus ausgerutscht und habt auch noch das Spiel aus Versehen runtergeladen und installiert? Und jetzt wisst ihr nicht mehr, wie ihr es beendet und wollt zumindest ein paar Grundlagen erlernen, damit ihr nicht komplett auf die Fresse kriegt. Wie damals, als ihr dachtet, oh, Toplane, das wäre doch was, und ihr von dem Tryndamere 20.000 Mal getowerdived wurdet, woraufhin ihr eure Tastatur zerschlagen, einen Nervenzusammenbruch erlitten habt und mehrere Monate Therapie gebraucht habt? Wenn das alles auf euch zutrifft, dann seid ihr hier genau richtig bei unserem Valorant Guide für Kartoffeln. Worauf ihr euch direkt einstellen könnt, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, ist, dass ihr sterben werdet. Oft. Sehr oft. Eure ersten Runden werden wahrscheinlich so aussehen. Aber hey, dafür könnt ihr, während ihr tot seid, ja wenigstens eure Teammates im Voice-Chat unterstützen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Unterzahl, ne? Lukas ist halt. Ja, auf B, auf B. Ist ja, guck da hin, guck da hin. Richtung 10. Schießt durch den Rand. Um die Leidensphase also so gut es geht zu verkürzen, macht ihr einfach Folgendes. Ihr übt. Ihr übt die Waffen am Schießstand und ihr übt eure Agents in den Custom-Matches. Denn wenn ihr nicht übt, passiert euch am Ende noch sowas hier. Das ist schon ein bisschen peinlich. Apropos Agents. Es gibt insgesamt 10 verschiedene und die sind alle total innovativ und haben komplett unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es Reaper. Der kann irgendwelche Rauchkugeln werfen, der kann sich teleportieren und... Was? Der heißt Omen? Reaper ist aus Overwatch? Ah, egal. Die sehen eh gleich aus und effektiv können sie auch das gleiche. Genauso wie Hanzo hier. Abgesehen von den beiden sind die anderen doch ein bisschen kreativer. Da hätten wir zum Beispiel Phoenix. Der kann irgendwie Feuer werfen, Feuerwände machen oder auch Gegner blenden. You. Finally awake. Dann gibt's noch Race, das ist die mit den Explosionen. My ult's ready. Viper, die grüne Gift-Tussi. Jett ist die Luftbändigerin. Cypher, den Cyborg-Mann und Sage, die klassische Heilerin. Und dann gibt es noch zwei so generic Soldatentypen. Der eine hat so eine schicke Mütze auf, der andere nicht. Ja, geil. Was die alle dann so ganz genau können, könnt ihr euch ja in einem von diesen 12 Millionen Secret Ultimate Instant Death Pentakill Guide Videos für jeden einzelnen anschauen. Und das würde ich euch übrigens auch empfehlen. Nehmt euch also einfach den Charakter, der euch am besten gefällt. Es geht hier um den Spaß und nicht ums Gewinnen. Aber wie gewinnt ihr eigentlich? Indem ihr erstens die Gegner trefft, bevor sie euch treffen. Das sollte ja irgendwie schon klar gewesen sein. Und zweitens die dickere Wumme habt, damit wenn ihr Gegner trefft, ihr sie direkt ins nächste Leben befördert, bevor sie das gleiche mit euch machen können. Und Valorant hat einige richtig dicke Wummen. Um diese geilen Teile zu kaufen, braucht ihr aber eins. Moneten! Und die gibt's leider nur am Anfang jeder Runde. Je nachdem, wie viele Kills ihr gemacht habt und ob ihr den Spike platziert oder entschärft habt, gibt's auch ein bisschen mehr. Wenn ihr aber das Aim gelblicher Knollen mit südamerikanischem Ursprung habt, dann habt ihr nach sehr kurzer Zeit nicht mehr genug Geld, um euch jede Runde die richtig saftigen Dinger zu gönnen. Ein bisschen Kleingeld. Deshalb müsst ihr öfters mal sogenannte Eco-Runden machen, also nichts kaufen. Oder eure Teammates fragen, ob sie so gütig wären, euch eine Waffe zu kaufen. Das wäre nämlich mal angemessen, die sind ja sonst auch nicht für euch da. Zum Beispiel, wenn ihr als Attacker mal wieder alleine 3 Gegner reinpusht, nachdem alle anderen mit dem Spike auf den anderen Spot laufen. Oder wenn ihr als Verteidiger alleine 3 Gegner reinpusht, obwohl ihr auch einfach defensiv spielen könntet. Oder wenn ihr nach Monaten Funkstelle um 3:30 Uhr nachts besoffen anruft, weil ihr nach dem 15. Bier immer sentimental werdet und ihnen dann erzählt, wie leid es euch doch tut, dass ihr ihnen damals den Penta geklaut habt und ob ihr es nicht doch nochmal in der Duo Queue versuchen wollt. Ganz normale Situation. Alles in allem gelten hier also dieselben Regeln wie in LoL. Wenn es mal nicht gut läuft oder ihr einfach übermäßig oft stirbt, dann ist eben das Team schuld. Mach doch mal die Augen auf! Ach ja, und kauft euch bitte, bitte Kopfhörer oder zumindest etwas, das als sowas durchgeht. Weil mit halb kaputten Laptop-Lautsprechern würdet ihr den gegnerischen Phoenix nicht mehr hören, wenn er direkt neben euch einen Stepptanz aufführen würde.
und da ein Mikro zu den Kopfhörern auch direkt sinnvoll wäre, ja, Valorant hat sogar richtigen Voice-Chat, nicht so wie bei LOL, könnt ihr euch direkt einfach ein Headset zulegen. Dafür müsst ihr auch kein Schweinegeld ausgeben, aber ich habe wirklich gar keine Lust, wenn in meiner nächsten Runde 420 Blazed 69 das Funkgerät seines Urgroßvaters irgendwie an seinem PC anschließt und ich mich fühle, als würde ich einen Meter neben einem startenden Düsenjet stehen. So, und wenn ihr euch jetzt diese ganzen Dinge alle zu Herzen nehmt und ganz fest an euch glaubt, dann werdet ihr die nächsten 20 Runden genauso wie bisher komplett reinsacken und in Eisen eingerankt werden, wo euch dann die Elo-Hölle erwartet. Aber vielleicht werdet ihr danach ein bisschen besser werden und dann auch mal einen Kill kriegen. Oder auch zwei. Aber falls euch dieses Video zumindest ein wenig unterhalten hat, lasst mir doch einen Like da und abonniert unseren Kanal. Schaut auch bei mir und meinen Kollegen auf Twitch vorbei, wir streamen eigentlich täglich. In diesem Sinne, haut rein.